Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von Orca TV am Mittwoch, wie immer pünktlich um 18.18 Uhr. Heute seht ihr bei uns, was es auf der Jobmesse der Next so alles zu entdecken gab. Wir zeigen euch den dritten Teil unseres Quizzes Fakten über die Generation Z und am Ende unserer Sendung geben wir euch noch einen exklusiven Kochtipp in einem unserer Kochtutorials. Aber zuerst zeigen wir euch unsere drei Beiträge zum Thema Snapchat. Denn in unserer letzten Sendung haben wir euch völlig verschiedene Beitragsformate zu diesem Thema gezeigt und ihr durftet entscheiden, welches Format euch am allerbesten gefallen hat. Zur Wiederholung, Beitrag 1 war von unserem lieben Frederik, der euch das Ganze ausführlich in die Kamera erklärt hat. Beitrag 2 war direkt über das Handy mit einer Off-Stimme und Beitrag 3 war, dass es einer von uns, in dem Fall war es ich, euch das Ganze vorgespielt hat und eine Off-Stimme hat das Ganze nochmal erklärt. So, eure Aufgabe lag nun darin, über Facebook per Like für genau das Video bzw. für genau das Beitragsformat abzustimmen, das euch am allerbesten gefallen hat. So, und jetzt ratet doch mal, welches Format gewonnen hat. 1, 2 oder 3. Und Trommelwirbel. Gewonnen hat 3. 3. Zack, zack, zack. Sehr schön. Vielen Dank dafür schon mal, dass ihr fleißig abgestimmt habt. Und damit habt ihr entschieden, dass wir künftig unsere Beiträge genau in diesem Format für euch gestalten werden. So, und nächste Woche zeigen wir euch natürlich auch dann unseren ersten Beitrag zu diesem Format. Und wir möchten euch aber nicht zu viel erzählen oder zu viel vorab verraten. Genau, oder? Denn heute geht es um ein anderes Thema. Und zwar sehen wir Studenten uns ganz oft konfrontiert mit der Frage, was kommt nach dem Studium? Welches Unternehmen kommt für mich in Frage und welche Position ist später die richtige? Zum Glück gibt es dafür Orientierungshilfen, wie zum Beispiel Jobmessen. Letzte Woche am 11. Mai war es soweit und die Jobmesse Next war bei uns am Campus an der Universität des Saarlandes. Viele Unternehmen haben sich vorgestellt und haben gehofft, dass ihr dort wart und euch informiert habt. Und auch wir waren da und haben uns ein Unternehmen rausgepickt und ein paar Informationen gesammelt. Data One ist ein Softwareberatungs- und Entwicklungshaus. Wir sind im Saarland gegründet und haben uns auch unseren Hauptstandort noch im Saarland in Saarbrücken am Eurobahnhof. Wir sind Microsoft und SAP Goldpartner, haben aber auch eigene Softwareentwicklung im Haus. Wir haben natürlich auch eine sehr große BWL-Abteilung, also wir haben eigentlich alle Bereiche. Wir haben auch im Consulting viele Betriebswirte und Informatiker. Ja, so ganz kurz zusammengefasst würde ich sagen, wir sitzen noch in Luxemburg seit letztem Monat und in Zürich haben wir noch ein Büro. Also wir sind natürlich in einem Zeitalter des Internets, also bei uns läuft alles über unsere Karriere-Website, die findet man auf unserer Homepage im Karriereportal. Da pflegt man einfach alles ein, man kann sich eine Stelle aussuchen, auf die man sich bewirbt und lädt dann Lebenslauf, Anschreiben und Zeugnisse hoch. Wir haben eine ganz tolle Arbeitskultur, muss ich erstmal sagen. Ich glaube, mit meinem Jahrgang gehöre ich auch gerade noch so in die Generation Z rein, auch wenn ich eher der ältere Jahrgang darin bin. Wir haben Arbeitszeiten so, dass sich jeder so legen kann, wie sie für einen selbst passen. Man sagt zwar immer, die Generation Z möchte von 9 to 5 lieber vielleicht. Man kann sich das natürlich so legen. Man kann aber auch sagen, ich möchte mal einen Tag länger, einen Tag ein bisschen kürzer. Wir haben auch, wenn man noch Werkstudent sein sollte, kann man sich komplett freilegen. Man hat ein Monatskontingent. Und kann dann sagen, wann man diese Stunden ableisten möchte. Wir haben ganz tolle Schulungen, die aber auch nicht alle Pflicht sind. Also wer keine Lust auf Schulungen hat, muss sie auch nicht machen. Wir haben ein tolles Arbeitsklima, also wir haben tolle Kollegen. Wir haben Veranstaltungen wie Freitagsbier ab 4. Also wer dabei sein möchte, kann. Es wird aber keiner gezwungen. Das heißt, hier kann jeder wirklich individuell sagen, wie möchte er dabei sein. Wir pflegen einen sehr legeren Umgang im Unternehmen. Also wir haben keine Anzugspflicht, wenn keine Kundentermine sind. Und haben auch, duzen uns alle gegenseitig. Also es ist wirklich sehr schön. Wir sind sehr jung. Also unser Durchschnittsalter liegt bei 32 Jahren bei über 100 Mitarbeitern. Also Generation Y und Z treffen aufeinander.
Das Gehalt ist bei uns frei verhandelbar, das wird nicht ausgeschrieben. Die Zeiten sind auch nach Absprache zu machen. Also es gibt die Möglichkeit, Vollzeit 40 Stunden zu arbeiten, man kann es aber auch reduzieren auf 30 Stunden. Vielleicht darf ich auch schon verraten, wir sind mittlerweile dabei, dass man sich auch Urlaubstage kaufen kann bei uns quasi, also dass man unbezahlten Urlaub nehmen kann bei uns. Man hat natürlich auch den bezahlten Urlaub, um Gottes Willen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wir versuchen, dass er dem Mitarbeiter entgegenzukommen, dass er seine Stunden auch bei Beginn absprechen kann und auch weniger als 40 Stunden arbeiten kann, wenn er das nicht möchte. So, da war ja wirklich einiges los, Leute. Natürlich, dass ihr das Angebot genauso genutzt habt wie wir und natürlich fleißig Kugelschreiber eingesammelt habt. So, unter anderem war sogar saarländische Prominenz auf der Messe und zwar war Annegret Kramp-Karrenbauer auch auf der Messe, hat sich mal schön unter das Feld geschmuggelt. So, aber uns interessiert natürlich vor allem, was denn diejenigen dazu sagen, die selbst vor Ort waren. Und da haben wir einen Studenten interviewt und was der uns alles so zu berichten hatte, das zeigen wir euch jetzt im nächsten Video. Ich hoffe mir von der Jobmesse auf jeden Fall interessante Arbeitgeber kennenzulernen. Vor allem mal auch verschiedene Arbeitsbereiche. Wir kennen ja schon verschiedene Jobmessen, wie zum Beispiel von MyJobFair, die es bei uns an der Fakultät gab. Die waren aber sehr BWL-spezifisch natürlich. Und hier sind auch Unternehmen vertreten, die sich interdisziplinär aufstellen und dementsprechend neue Unternehmen kennenzulernen, vielleicht auch Namen, die man noch nicht so gehört hat. Okay, ich denke, ein Unternehmen soll auf jeden Fall Spaß bringen. Es sollte flexibel sein in der Arbeitsgestaltung, in der Arbeitsplatzgestaltung, aber auch von den Zeiten her und sollte dem angehenden Angestellten auch immer wieder neue Anreize schaffen, warum man genau bei diesem Unternehmen arbeiten möchte. Man sollte sich selbst entfalten können und auch immer wieder Anreize geschafft bekommen, um sich weiterzuentwickeln. Ich habe aktuell eine Werkstudentenstelle mit festen Arbeitszeiten im festen Sachbearbeitungsgebiet und habe für mich selbst festgestellt, dass diese festen Arbeitszeiten nicht zwingend notwendig sind. Ich kann darauf auch verzichten und könnte mich flexibel einstellen, wenn ich dadurch zum Beispiel auch neue Möglichkeiten wie ein Homeoffice nutzen könnte. Ich denke, es ist schwierig, es ist ein Gehalt schon im Voraus zu wissen. Natürlich wird man sich im Voraus informieren, denn das Gehalt ist ein Faktor, der bei der Berufswahl einfach eine bedeutende Rolle einnimmt. Man wird sich vielleicht auch branchenmäßig informieren, wie die Gehälter das vorzufinden sind, aber letztendlich reicht es meinen Augen aus, wenn man es im Bewerbungsgespräch dann final klärt. Interessant, interessant. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit unserem Orga-TV-Quiz zum Thema Fakten über die Generation Z. Denn wie ihr wisst, läuft ja schon seit 2 Wochen unser Quiz in der Sendung und heute kommen wir endlich zum Schluss, denn heute zeigen wir euch unseren 3. und somit auch letzten Teil unseres Quizzes und wer da gewonnen hat und wie viel Spaß wir dabei hatten, das zeigen wir euch jetzt. Also ratet noch einmal fleißig mit und viel Spaß damit. Sollen wir einen 50er holen? Gerne. Du wählst? Anderes. Anderes 50, bitte. Okay. So, das ist dann wieder eine Wahr- oder Falschfrage. Drei Viertel von männlichen Zettlern werden, bis sie erwachsen sind, an Übergewicht leiden. Drei Viertel der männlichen Zettlern? Also. Das ist verdammt viel. Das ist brutal viel. Obwohl, wenn es die Generation ist, die nur noch vorm PC sitzt. Und ich meine, Generation Z ist doch auch so die Generation von Fitness und Co. und hier und da, gut in der Ernährung, vegan, oder? Also werden vermutlich viele daran leiden, aber nicht drei Viertel. Ich würde sagen, das ist falsch. Es sind so viele. Ich stimme euch eigentlich zu, aber leider ist die Antwort richtig. Okay. Ja, erstaunlicherweise muss man dazu sagen. Okay. Hätte ich auch nicht gedacht. Nö. Demokratische Fakten 50. Demokratische Fakten 50. Okay. Also, wie viel Prozent von Kindergartenkindern werden Berufe ausüben, die es jetzt noch nicht gibt? A sind 30%, B sind 65% oder C sind 90%. Also das bedeutet, die Kinder, die jetzt im Kindergarten sind, werden, also ein Teil dieser Kinder wird irgendwann einen Beruf ausüben, den es heute noch nicht gibt. Ja, weil das heißt sind ja dann 30%. Und das ist leider falsch. Es ist tatsächlich 65%. Oh, das ist ja nicht. Kinder, ganz kurz.
YZ50? YZ, die 50 Magen? Kann ich 40 nehmen. Nehmen wir die 50. Na? Die 50. No risk, no fun. Los. Was ist das am meisten genannte Vorurteil, das Mitglieder der Generation Z über Millennials haben? Antwort A. Sie sind weltoffen. B. Sie möchten sich selbst verwirklichen. Oder C. Sie streben nach Glück. Also C klingt für mich zu poetisch, ja, das als dass das stimmen könnte. Ne? So. A oder B. Also weltoffen oder sie wollen sich selbst verwirklichen. Also Zettler wollen sich ja selbst verwirklichen. Ja, Vorurteil gegen Y, wer dann? Nee, gegen die, das ist ja, ja Y ist ja ein Millennium, ne? Sie ist eher. Sie sagen B, oder? Wir sagen Komm, B. Wir sagen B. Wir sagen B. Antwort B ist leider falsch. Es wäre tatsächlich weltoffen gewesen. Schade, 0 Punkte. Nein. Beim nächsten Mal wird es besser. Etwa die Hälfte der Generation Z nutzt YouTube und andere soziale Netzwerke für die Hausaufgaben. Wahr oder falsch? Mein Bauchgefühl sagt wahr. Ich sag auch, das war's. Sebastian? Das ist richtig. So, was ist das am meisten genannte Vorurteil, das Millennials über die Generation Z haben? A. Sie sind faul. B. Sie sind egoistisch. Oder C. Sie sind zielstrebig. Also eher faul. Egoistisch, wenn die alle ihre eigene Firma gründen wollen. Würde so. Eigentlich auch passen, ne? Sollen wir faul sein? Ja, faul. Dann herzlichen Glückwunsch zu 40 Punkte. Gut. Enges Rennen, enges Duell, 140 zu 180 noch für Team Rot. Also wir haben noch eine Chance quasi. Wie viel Prozent von Zettlern erfahren seelische Belastung, wenn sie von ihrem Handy entfernt sind? Das ist einmal 60%, 80%. Oder 92%. 80 oder 92? 92%. 92. Das ist leider zu hoch. Das sind nur 80%. Ist es richtig oder falsch, dass weltweit 2 Milliarden Menschen zur Generation Z zählen? Das ist falsch, okay. Und diese Antwort ist leider falsch. Ach, scheiße. Es sind tatsächlich circa 2 Milliarden Menschen weltweit, die zur Generation Z gehören. Okay. So, die Generation Z nutzt technische Geräte circa 10 Stunden pro Tag. Ist das richtig oder ist das falsch? Also 10. Oft und ja, auf jeden Fall. Also 10 Stunden zu wenig. Aussage, ihr sagt, die Aussage ist falsch. Aussage ist richtig. Die Frage wisst ihr auf jeden Fall. Die Generation Z wurde im Zeitraum 1980 bis 1995 geboren. Ist diese Aussage wahr oder ist sie falsch? Das ist falsch. Eindeutig. Also aber super. Die 10 Punkte so, habt ihr nochmal. Auf jeden Fall. Ja, natürlich. Dann steht es jetzt im Endeffekt wie viel? 150 zu 180? Korrekt. Und ihr habt gewonnen. Team Rot. Du sagst Wahnsinn, ja. Sie sind im Herzen. So, in diesem Sinne, wir geben zurück an die Moderation ins Studio. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ha! Wer hat gewonnen? Ha? Ja, ja, schon klar. Ich gönne euch ja euren Sieg. Aber eins sage ich dir, das war bestimmt nicht das letzte Quiz in unserer Sendung. Ich will eine Revanche. Kein Problem. Doppelt hält besser, oder? Aber erstmal abwarten und Tee trinken. Oder besser abwarten und kochen. Denn bei uns geht's jetzt weiter mit einem unserer leckeren Kochtutorials. Und diesmal steht im Mittelpunkt dieses Kochtutorials eine saisonale Zutat. Und das ist der Bärlauch. Viel Spaß.
lecker aus, ne? Richtig lecker. Diese Bärlauchbutter, die eignet sich bestimmt auch sehr gut für auf dem Schwenker. Oh ja, definitiv. Und für diejenigen, die keinen Schwenker mögen, so wie ich, da bietet es sich auch einfach an für aufs Brot. Das glaube, kann das ich darfst du im saarländischen Fernsehen nicht sagen. Ups, sorry, ich oute mich jetzt hier ganz öffentlich. Sorry, sorry. Aber kein Problem. Und gerade vor allem jetzt, das Wetter ist so schön, also mega cool, ne? Da wird das mega gut passen. So, aber da ihr jetzt wisst, was am Wochenende bei euch auf den Tisch kommt, nämlich die Bärlauchbutter oder die Bärlauchpesto. Aber sicher. Genau. Aber ihr ja noch gar nicht wisst, was ihr eigentlich so am Wochenende unternehmen möchtet. Dafür haben wir ja noch unseren Jo, der euch jetzt die coolsten und angesagtesten Event-Tipps für am Wochenende erzählt. Hallo, ich bin euer Jo und herzlich willkommen aus der Orga-TV-Zentrale zu unseren zufällig ausgewählten Veranstaltungstipps im Zeitraum vom Mittwoch, den 17. bis Dienstag, den 23. Mai. Auch diese Woche gibt es in Saarbrücken und Umgebung wieder einiges zu tun. Wir fangen ganz gemütlich an am Mittwoch, den 17. Mai. Um 20 Uhr findet in der Schlosskirche in Saarbrücken das 6. Ensemblekonzert der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern statt. Tickets gibt's für 8 Euro auf proticket.de. Im Jules Wayne in der Mainzer Straße spielt ab 20 Uhr der Berliner Musiker Markus Sommer mit seiner Akustikgitarre. Eintritt ist frei, Hutspende erwünscht. Zu erstehen gibt's das Debütalbum mit dem Titel Nimm es mit. Etwas aktionsreicher kann im Sinister Saarbrücken die Preview von Alien Covenant gesehen werden. 20 Uhr geht's los, vorher Tickets sichern ist vermutlich keine schlechte Idee. Am Donnerstag, den 18. Mai, kann ab 21 Uhr im Old Murphys Karaoke gesungen werden. Danach wie immer der Donnerstag ist blau im Blau ab 23 Uhr. Am Freitag, den 19. Mai, kommt Fred Emmons Mauerpfeifer, Techno bis in die Morgenstunden. Mitternacht geht's los. Wer lieber Lust hat auf Hip-Hop und R&B, kommt in 7. Ab 23 Uhr Greg Santana und Ryan Leroy. Im Modul ab 23:30 spielen Sentinel die ganze Nacht lang Jim Mike in Lounge und Dub. Die Jungs aus Brooklyn feiern ihren 18. Geburtstag, das wird also ein Riesending. Wie letzte Woche kann man auch in Soho. 4 Euro Eintritt für Mädels und Studis ab 23 Uhr die ganze Nacht lang. Am Samstag, den 20. Mai, kommt An Early Cascade and City Light Thief ins Mauerpfeifer. Einlass ab 18.30 Uhr, beginnt 19.15 Uhr, Tickets bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Direkt danach der weltbekannte Karotte und 9 weitere DJs spielen ab Mitternacht. Das Wir drehen durch Kreisel Festival. Am gleichen Tag das Black Tie Event im Club No. 1 und Afro Trap in der Kulturfabrik ab 11. Zu guter Letzt der Mischmasch-Club im Modul ab 23 Uhr. Ihr könnt eure Songs auf USB-Sticks mitbringen und wenn sie passen, spielen lassen. Am Sonntag, den 21. Mai, ist nicht zu viel los. Es kommt die New Yorker Band Pill, die aktuell auf Europatour ist, ins kurze Eck in Saarbrücken. 20 Uhr geht's los. Eine Stunde später kann man in Wally's Irish Pub. Robert Ernst spielt Rock'n'Roll und Drinks gibt's für die Hälfte ab 22 Uhr. Am Montag und Dienstag nächste Woche ist leider nicht zu viel geboten. Um ehrlich zu sein, finde ich gar keine wirklichen Events. Deswegen kann ich ja mal darauf hinweisen, sich noch bis zum 29. Mai beim Wirtschaftswissenschaftlichen Prüfungssekretariat für die Prüfungen im Sommersemester 2017 anzumelden. Das war's auch schon wieder von eurem Jo aus der Orga-TV-Zentrale. Wenn du dein Event hier vorgestellt bekommen willst, schreib mir eine Mail an orgatv@orga.uni-sb.de. Jetzt geht's zurück ins Studio. Schöne Woche und feiert gut! Und Sophie, war was dabei für dich? Weißt du schon, was du so am Wochenende machen wirst? Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich Samstagabend das gemütlich mache. Da bin ich bei Freunden eingeladen, aber der Freitag steht noch aus. Und da überleg ich mir mal was. Da waren ja einige Sachen dabei, die gepasst hätten. Auf jeden Fall. Und was steht bei dir an am Wochenende? Also, wenn ich freitags nicht arbeiten würde, würde ich auf jeden Fall morgen Abend ins Plau gehen, denn morgen ist schließlich Vize-Freitag. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Und der Donnerstag ist ja bekanntlich blau, ne? Definitiv. Ja, aber fürs Wochenende habe ich eigentlich noch gar nicht so geplant. Da bin ich eher spontan. Mal spontan gucken. Ist immer gut. Ja, auf jeden Fall. Mal gucken auch, wie es Wetter wird. Wenn das Wetter gut ist, dann auf jeden Fall in die Sonne und vielleicht abends dann noch ein bisschen in die Clubs. Mal gucken. Aber wo wir auch gerade schon beim Stichwort Wetter waren, zeigt euch jetzt nämlich unsere liebe Katharina, die Wetterfee, wie das Wetter am kommenden Wochenende aussehen wird. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß, ihr brennt förmlich darauf, das Wetter für die nächste Woche zu sehen. Also fangen wir an. So schön wie heute wird das Wetter in den nächsten Tagen leider nicht. Ihr könnt euch also beruhigt in den Vorlesungssaal setzen, denn da draußen werdet ihr nichts verpassen. Es ist nämlich mal wieder Regen angesagt. Bei nicht ganz so angenehmen 14 Grad werdet ihr in euer Wochenende katapultiert. Leider ändert sich das Wetter am Samstag, den 20.05. nicht, denn hier ist bei 17 Grad mit Gewitter zu rechnen. Sonntag, dem 21.05. lockert das Wetter wieder etwas auf, denn bei 18 Grad gibt es einen angenehmen Mix aus Sonne und Wolken. Ab Montag steigen die Temperaturen dann endlich wieder über die 20-Grad-Marke. Allerdings ist nicht immer mit Sonne zu rechnen.
Während Montag noch strahlender Sonnenschein herrscht, wechselt das Wetter Dienstag wieder schlagartig, denn es heißt wieder Regen, Regen, Regen. Ich hoffe, ich habe nächste Woche wieder bessere Nachrichten für euch. Also schaltet ein, wenn es wieder heißt, es ist 18.18 Uhr mit OrgaTV. Das war's auch schon wieder mit OrgaTV für heute. Ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, denn da haben wir ein paar sehr interessante Themen für euch. Wir beschäftigen uns mit den Stereotypen der Generation Z. Ihr seht unser erstes Unboxing-Video. Und wie immer haben wir ein Tutorial für euch und da kommen die hier ins Spiel. Und was wir damit so alles anfangen, das seht ihr nächste Woche in unserem ersten Beauty-Tutorial. Oh ja, Leute von heute, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, Beauty-Tutorial, Strohhelme, was wollen die eigentlich von uns? Deswegen, Leute, ich kann euch echt sagen, vor allem für die Mädels, es wird mega cool, es wird super interessant. Schaltet ein. Oh ja, denn ich bin sicher, dass die eine oder andere das auf jeden Fall mal ausprobieren wird. Also es wird spannend. Schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin wünschen wir euch, wie immer, ein wunderschönes Wochenende. Mhm. Aber erstmal noch genießt diesen wunderschönen Mittwochabend. Einen schönen Abend euch. Oh ja, und bis dahin, tschüss und ciao, sagt OrgaTV.